Hallo ihr Lieben, eine neue Folge Gartenrundgang und Sperrmüllschätze. Diesmal könnt ihr gespannt sein, es ist eine ganz besondere Folge. Auf jeden Fall haben tolle Sperrmüllschätze zu mir gefunden. Des Weiteren habe ich natürlich das schon länger angekündigt. Ich glaube im Juli war das irgendwann, dass so ein besonderer Gartenrundgang auf euch wartet. Da hatte ich auch was vor zu drehen, beziehungsweise ich sollte Besuch kriegen und dieser Besuch, und zwar handelt sich um die Leonie, wollte bei mir einen Gartenrundgang filmen. Ja, als sie dann da war, hat sie sich dann doch ein bisschen unwohl gefühlt. Ist völlig okay. Allerdings habe ich die Originalaufnahmen gekriegt, die sie selber gemacht hat bei ihrem Papa. Auch hier jemanden aus der Gartenkolonie. Und da sind ganz tolle kleine süße Aufnahmen entstanden. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ist auf jeden Fall in Hochformat. Ich finde es auf jeden Fall total drollig und habe mich da auch mega gefreut, als ich das gezeigt bekommen habe. Also sie hat versucht, das nachzumachen, was ich hier letztendlich immer mache. Und ihr werdet das schon sehen, das ist voll süß. Ja, was gibt's sonst noch in diesem Gartenrundgang? Also, Sperrmüllschätze, die Leonie und ich werde euch natürlich auch Updates hier im Garten zeigen. Wo fange ich an? Direkt hinter euch, und zwar beim Podest habe ich ein bisschen was gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier vorne lag noch ganz viel Kram rum, auch mein Grillrost und so, den habe ich jetzt erstmal zur Seite gestellt. Gut, das war jetzt nicht die super Aufräumaktion, aber hier vorne könnt ihr schon sehen, da war einiges. Ja, und dann habe ich drei Platten ordentlich mal reingearbeitet, dass man da ordentlich hochgehen kann. Ist alles ein Provisorium, wie das am Ende wird, keine Ahnung. Ich habe richtig massives Holz auch im Bunker, was ich für vielleicht eine Treppe mal nutzen werde. Aber das ist noch nicht dran, auf jeden Fall nicht in diesem Jahr. Obwohl, wer weiß, manchmal bin ich auch sehr spontan. Ja, aber das kommt dann in Zukunft irgendwann. Die Steine hier übrigens sind auf jeden Fall reserviert für mein Keyhole-Beet, ein selbstdüngendes Beet. Eine super geile Sache, da mache ich gerade auch eine Videoreihe. Dazu ist die erste Folge auch schon online, das werde ich mal oben rechts verlinken für euch. Ja, und weiter geht's. Ich finde, Topinambur macht sich, wird auf jeden Fall immer riesiger. Richtig, richtig groß. Und buschig. Ich habe ja unten weggeschnitten, in der Hoffnung, dass die Pflanze dann nach oben mehr Schub kriegt. Und das passiert ja auf diese Art und Weise jetzt. Die Dinger kriegen eigentlich noch Blüten oder können Blüten kriegen. Darauf ziele ich auf jeden Fall noch ab. Drückt mir die Daumen. Ich bin gespannt. Ansonsten halt nächstes Jahr. Bei dem Topinambur hier genau das gleiche. Auch schön am Wachsen. Könnt ihr das sehen? Voll krass. Also wisst ihr noch, was hier an Holz lag? Hat sich schon ordentlich ausgedünnt. Hier waren richtig schöne Sachen bei. Ja, und sind es immer noch für mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich recycle ja so gerne, upcycle so gerne. Und irgendwas ist demnächst auch nochmal dran. Beim Foodsharing-Projekt vorne bin ich ja auch noch nicht weiter. Ein bisschen was habe ich weitergemacht, aber das kommt in der eigenen Foodsharing-Folge dann. Ansonsten wuchert bei mir hier hinten alles dicht. Könnt ihr sehen. Die Brombeeren haben schon wieder die Macht übernommen. Alles voll. Und der Johannisbeer, wie heißt das? Strauch. Der Johannisbeerstrauch ist auf jeden Fall auch gut darunter begraben. Hier auch ganz, ganz viel. Aber ich freue mich schon. Die Off-Season liegt an, also die Saisonzeit, in der man ganz viel bauen und buddeln kann. Wo einen halt das nicht nervt. Und da werde ich auf jeden Fall einiges tun und Erde abtragen. Und dann wird das Ganze auch unübersichtlicher. Ja, kennt ihr noch mein Dach? Die Geschichte hier. Da werde ich auf jeden Fall als allererstes dann die Erde abtragen, um nachzusehen, wie das Ganze verbunden ist miteinander. Weil ich muss natürlich aufpassen, jetzt über die Herbst-, Winter-, Frühlingssaison, gerade wo die ganzen Stürme bei uns hier oben auf jeden Fall sind, dass mir das Ganze nicht wegfliegt. Ne? Also da muss ich schon ein bisschen mit Köpfchen bei. Aber das kommt dann alles. Ich habe jetzt auch mal ganz spontan noch mal die Weide hinter die andere geklemmt, damit ich hier ein bisschen besser hochkomme das nächste Mal. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen, dafür muss ich das Teil hier an der rechten Seite davon mal abschneiden. Egal. Ich denke mal, ihr seid gespannt, was hat an Sperme zu mir im Garten gefunden. Das will ich euch jetzt nicht länger vorenthalten und da lege ich einfach mal los und hole das hier aus dem Bunker. Das ist eigentlich schon alles schön verstaut. Wollt jetzt nicht rein in den Bunker gehen, hier draußen ein bisschen mehr Licht. Also seid gespannt, das ist jetzt dran. Richtig schönes Fenster, wie ich finde.
Mega schöne große Rahmen habe ich gekriegt. So ein Massiv. Und da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Davon habe ich dann genau 2 Stück. Zu guter Letzt dann diese Sackkarre. Ich finde die richtig stylisch. Aus Holz, massiv, schwer. Hat auch noch Metall dran. Okay. Das ist das Ding. Ich finde das auf jeden Fall richtig cool. Zur Weide hier habe ich ganz tolle Kommentare noch gekriegt, natürlich Tipps. Ich bin mir dessen bewusst, dass das bestimmt so funktioniert, wie ihr sagt. Ich experimentiere aber halt auch gerne. Deswegen, für mich sind die genauso richtig, wie sie jetzt sind. Die sollen nicht vorwurzeln, die kommen im Boden. Beim letzten Mal hat das auch wunderbar funktioniert. Ich habe immer gegossen zusätzlich. Im Moment hat es dann auch so viel geregnet, dass ich das mit dem Gießen dann auch vorerst erledigt hatte. Ja, aber nichtsdestotrotz, danke für die tollen Kommentare. Ich habe, um das halt auch auszuprobieren, zu gucken, wie sich das entwickelt, habe ich hier alles mal in Wasser getan, was an kleineren Stücken da war. Damit hatte ich ja auch was vor. Ich denke mal, so halten die dann auch noch mal eine Zeit länger. Da warte ich dann einfach mal ab, wie sich das dann entwickelt. Die Petersilie wächst. Ich lasse sie ja in Ruhe, ich mache da irgendwie gar nichts mit. Werde die aber noch mal zum Kochen benutzen, definitiv, wahrscheinlich auch zeitnah mal. Dann diese Heilpflanze nebenan, die habe ich auch gehegt und gepflegt. Auch wenn sie so mitten im Gras wächst, wollte ich da, oder in der Quäke, wie man es nimmt, wollte ich da auf jeden Fall diese Pflanze nicht vernachlässigen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Da kann ich mir definitiv nicht alles behalten. Ich habe sowieso nicht so mit Namen, wie schon mal erwähnt. Meine Äpfel werden roter und roter, allerdings nach wie vor, da ist der Wurm drin. Ich habe da jetzt auch nichts weiter gemacht. Da liegen jede Menge, ich habe die aufgesammelt da rein, aber auch für das Kiholbeet, also das selbstdüngende Beet, habe ich auch schon Äpfel zusammengesammelt, die sind dann da gelandet. Ja, hier wächst ansonsten fleißig Zucchini, wie ihr da unten sehen könnt. Da sind 2 Stück. Oh, die sind schon wieder riesig. Eine kann ich ins Foodsharing tun. Da haben wir auch noch wieder 2. Vorne ist eine. Und wie ihr sehen könnt, die Blätter. Eindeutig krank, da werde ich auf jeden Fall mal beigehen. Da unten ist noch eine Zucchini. Könnt ihr die entdecken? Ja. Ja, da werde ich mal beigehen. Das mache ich, glaube ich, heute gleich mit. Den Kartoffeln geht's gut. Die sind fleißig am Wachsen. Die haben definitiv nochmal einen Schub gekriegt. Das freut mich auf jeden Fall, weil bei mir sind die Kartoffeln aus. Bei Sven und Nele ist ja noch reichlich. Also hinter dem Fahrrad ist das Gästebeet von Sven und Nele. Dort sind auf jeden Fall noch reichlich Kartoffeln drin, darf ich auch bei. Aber ich hätte natürlich gerne meine Bio-Kartoffeln. Hier genau das gleiche. Ich habe auch ja noch mal was reingedrückt gehabt. Einfach mal gucken, was daraus wird. Das lasse ich aber noch in Ruhe. Tomaten ernte ich nach wie vor. Habe ein bisschen hochgebunden wieder. Da kommt noch einiges. Die Minze wächst ohne Ende. Guck mal, was für ein Busch das gerade wird. Beim Basilikum werde ich auch bald mal beigehen, dass die, dass ich daraus ein leckeres Pesto mache oder so. Ich zeige es ja immer wieder gerne. Sonnenblumenfeld, die Sonne spielt gerade auch richtig schön mit. Hier rechts frisch gemulcht, da wachsen die ersten auch definitiv höher. Aber es ist nichts Neues, da will ich jetzt auch gar nicht drauf rumreiten. Einfach nur ein paar Bilder wirken lassen. Okay, weiter geht's. Gut. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, denn ich habe versprochen, es gibt eine kleine Besonderheit. Das Video von der Leonie und das werde ich euch genau jetzt einspielen. Habt Spaß dabei. Geht es ja noch weiter. Hier Beispiel die Dankkiste und hier zum Beispiel die Rutsche. Hier ist meine Spielküche zum Beispiel. Hier ist der Schuppen. Hier ist auch noch ein Schuppen. Und hier ist unser... Weiß ich nicht. Und hier sind unsere Blumen. Hier sind unsere Steine. Und hier sind, habe ich Steine gesammelt. So. Und jetzt hört das auf. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, das kleine Video der Leonie hat euch so gefallen wie mir. Ich habe mich da mega dran erfreut. Ich finde das total bonche. Das ist
definitiv was fürs Herz. Gut, Mutters Pflanzen warten hier noch auf den richtigen Platz. Ich hatte mir da einen Screenshot gemacht. Sie hatte mir geschrieben, wie die heißen. Da muss ich nochmal ein bisschen recherchieren, welchen Platz die gerne mögen. Aber bisher überleben die da ganz gut. Was man gerade nicht sehen kann, ach, das wollte ich euch eigentlich gerne zeigen. Könnt ihr sehen, da ist überall so ein bisschen gelb zwischen. Also die gehen auch zwischendurch auf, wenn richtig Sonne ist. Richtig, richtig schön. Die Bohnen, die werfen ja auch ohne Ende ab. Habe ich alles fürs Foodsharing benutzt, auch die großen. Das Geschichtchen hier bildet neue grüne Blätter. Weiß nicht, ob da auch nochmal was kommt. Ansonsten überall rote Beete zwischen. Da sind einige, die ich schon wieder rausholen kann. Ich glaube, ich nehme heute auch was mit. Auch die Zucchini in dem rote Beete-Beet wirft noch fleißig Zucchinis ab. Da unten ist eine, könnt ihr die noch entdecken. Da ist eine Blüte noch dran, die ich in der Hand habe. Und vielleicht versteckt hier noch was. Nein. Okay, egal. Hier ist auf jeden Fall jede Menge rote Beete zwischen. Also zum Ernten habe ich heute einiges dabei. Ich denke mal so 3, 4 Pflänzchen, vielleicht 5 nehme ich dann auf jeden Fall mit. Falls sich jemand fragt, was das Geschichtchen hier auf sich hat, das ist eine ganz einfache Methode. Und zwar, ich habe mir Pappe besorgt, unbeschriftet, wie ihr sehen könnt. Die habe ich ausgelegt, Steine beschwert, alles offensichtlich. Ist halt dafür da, ich hab noch gar nicht drunter geguckt, ob sich da was getan hat. Oh. Also ich habe das in weiser Voraussicht gemacht, um das Beet für nächstes Jahr dann klar zu haben. Wenn der Rest hier raus ist, werde ich das auch noch platt machen. Und zwar möchte ich, dass sich die Regenwürmer drum kümmern. Dadurch, dass die Pappe da liegt, kümmern sich die ganzen Regenwürmer von unten erstmal um alles, was unter der Pappe liegt, bis zur Pappe hoch. Das bedeutet, die ganze Quirke, alles wird weggefuttert. Und da ich das jetzt schon im August gemacht habe oder angefangen habe, werde ich dann bis zum Frühjahr oder bis zu den wärmeren Temperaturen, wo ich dann aussehen kann, ein hoffentlich gut vorbereitetes Beet haben. Ist eigentlich auch ein Versuch, ein Experiment. Ich werde einfach mal gucken und euch berichten. Den Lemon Queen scheint dieses Wetter richtig gut zu tun. Die stehen richtig gut da, wie ich finde. Wahrscheinlich kann ich mit dem Teil irgendwie mal einen Ableger ziehen. Dann direkt neben dem Sonnenblumenfeld wächst fröhlich eine Lupine zwischen dem Unkraut, zwischen dem Gras. Die macht sich hier breit. Weiß noch nicht, ob ich die haben möchte. Bin da ein bisschen hin und her gerissen. Die sieht auf jeden Fall super schön aus, wenn sie am Blühen ist. Aber den Rest des Jahres sieht es dann halt so aus. Und davon bin ich nicht begeistert. Ich muss wahrscheinlich irgendwas tun, damit es dir besser geht. Ich habe aber sogar keine Ahnung. Ja, direkt neben der Lupine diese Lemon Queen noch. Hier ging noch eine Blüte auf. Habe ich euch schon gezeigt. Die sieht aber nicht so fresh aus wie die andere. Keine Ahnung, was damit los ist. Aber nächstes Jahr ist halt auch noch ein Jahr. Boric lebt immer noch. Oh, was wächst da denn zwischen? Sehr interessant. What's that? Witzig. Gehört das dazu? Nee, gehört nicht dazu. Ja, hier auf jeden Fall noch Boric zwischen. Kann man noch naschen. Habe ich auch immer Wasser hinkommen lassen. Allerdings, wie ich schon mal erwähnte, Gurke und so, Dill, Boric. Ich esse es nicht wirklich. Also passt nicht zu meiner Praxis. Oh, mich greift schon wieder eine Wespe an. Banks werden auf jeden Fall auch noch Mais. Die werden immer größer. Guck mal, wer es aus den letzten Videos kennt. Auch die Pflanze an sich und die Blätter viel größer geworden. Da gibt es noch gerade einen Schub. Da warte ich ab, hab Geduld und irgendwann sind die dann auch fällig. Gut, das war es letztendlich schon. Oh nee, ich habe noch was. Die fette Henne, da kommt auf jeden Fall auch Farbe ins Spiel. Hat genug Wasser gekriegt die letzten Tage. Bin gespannt, was draus wird. So ihr Lieben, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe es ein bisschen gespickt mit ein paar Highlights. Für mich war es auf jeden Fall eine Riesenfreude. Allein die Spermenschätze, die zu mir gefunden haben, an dem Video von Leonie habe ich mich schon länger erfreut. Aber jetzt hat es auch noch mal zu euch gefunden. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Lars.